Was für eine wunderschöne Nacht. Und keiner draußen, der sie genießt. Oh, das war wohl etwas voreilig. Hey, das ist Tyler. Und er ist verkleidet. Was machst du denn bei Toms Lackierwerkstatt am Weihnachtsabend? Und warum bist du als Grinch verkleidet? Ich hoffe, du hast keinen Unsinn vor. Es ist schließlich Weihnachten, Tyler. Gib es zu. Ich behalte dich im Auge. Oh, sieht so aus, als wäre der Weihnachtsmann schon da gewesen. Oh, hallo Matt. Fröhliche Weihnachten. Was machst du hier? Oh, du willst die Geschenke bis morgen früh bewachen? Das ist aber sehr nett von dir. Du hast recht. Letztes Jahr hat Tyler die Geschenke gestohlen. Und das war ein ganz schöner... Warte mal, sagtest du gerade Tyler? Was ist das? Okay, Matt, schauen wir uns das mal kurz an. Und dann kommen wir sofort zurück. Wir sind jetzt sehr nah dran. Was hast du entdeckt, Matt? Lautsprecher? Das ist seltsam. Wer mag sie hier hingestellt haben? Ach du meine Güte, es ist Tyler. Das ist knifflig. Du kannst die restlichen Geschenke nicht unbewacht lassen. Aber wir müssen auch Tyler aufhalten. Großartige Idee. Lass uns Supertruck rufen. Hallo, Karl. Es ist nie zu spät, ein bisschen Weihnachtsdeko aufzuhängen, was? Naja, Car City braucht auch heute Nacht deine Hilfe. Der Grinch, ich meine, Tyler hat Weihnachtsgeschenke geklaut. Und wir wissen nicht, wo er jetzt ist. Schon wieder, ich weiß. Du weißt genau, was zu tun ist? Na dann, auf geht's. Der Schlitten. Sehr gut. Fantastisch. Tyler hat keine Chance. Alles klar, auf in den Park, Supertruck. Ihr Kleinen, was tut ihr denn hier? Ihr solltet im Bett sein, und zwar alle beide. Oh, die Musik von vorhin hat sie aufgeweckt. Und sie haben gerade festgestellt, dass Geschenke fehlen? Es wird alles gut, ihr Kleinen. Schaut doch mal hoch und guckt, wer da kommt. Das ist nicht der Weihnachtsmann. Naja, jedenfalls nicht ganz. Alles klar, es ist an der Zeit, Weihnachten zu retten. Womit fangen wir an? Gute Idee, Matt. Supertruck sollte über die Stadt fliegen und schauen, ob er Tyler entdeckt. Oh, ihr wollt mitfliegen mit Supertruck? Ich weiß nicht, was sagt ihr, Leute? Alles klar, auf geht's, ihr Kleinen. Es ist ja schließlich Weihnachten. Okay, bereit zum Abheben.
Habt ihr Tyler schon entdeckt, ihr Kleinen? Ihr habt recht. Er könnte versuchen, die Stadt zu verlassen. Aber alle Straßen sind komplett eingeschneit. Das ist unmöglich. Ja, Klein Matt. Er könnte Car City über den Fluss verlassen. Wie schade, dass du dich nicht in ein Boot verwandelt hast, Super Truck. Naja, egal. Auf geht's zum Fluss, Leute. Er ist hier. Schnell! Das war's, Tyler. Gib uns die Geschenke zurück. Oh, könntest du mit dem Gezwinker aufhören? Das ist wirklich nervig. Oh-oh. Das ist schlecht. Wir müssen ihn stoppen, bevor er da durch den Tunnel kommt. Sonst entkommt er uns endgültig. Super Truck, die Kleinen bitten dich, so dicht wie möglich über Tyler zu fliegen. Oh, ich verstehe, was jetzt passiert. Gut gemacht, Klein Tom. Fantastisch. Vielleicht hast du nächstes Jahr ja mehr Glück, Tyler. Gut gemacht, alle zusammen. Wie gut, dass ihr in der Nähe wart, ihr Kleinen. Fröhliche Weihnachten, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Es sind Sommerferien. Und die Kleinen von Car City genießen ihren Tag auf dem Jahrmarkt. Ist schon okay, Klein Matt. Nicht jeder mag Karussell oder Riesenrad fahren. Es ist gleich vorbei. Oh nein, das sieht sehr gefährlich aus. Schnell, Amber, nur keine Zeit verlieren. Hey Karl, ein paar von den Kleinen aus Car City sitzen im Riesenrad auf dem Sommerjahrmarkt fest. Oh, oh, oh. Du darfst dir keinen Fehler erlauben, Super Truck. Du musst die richtige Wahl treffen. Das ist eine großartige Idee. Oh. Oh.
willst du reinkommen? Du bräuchtest Tom den Abschleppwagen, aber er ist in seiner Werkstatt gefangen, weil es keinen Strom gibt. Funktioniert. Hey Tom, Supertruck braucht deine Hilfe. Wir werden jede Menge Sonnenenergie brauchen, um genug Strom für ganz Car City zu erzeugen. Wow. Keine Sorge, Klein Matt. Supertruck kümmert sich darum, dass bald alles wieder läuft. Supertruck versorgt euch mit so viel Strom, um den Sommerjahrmarkt so lange laufen zu lassen, wie ihr wollt. Oh. Oh, oh. Hallo, Flavie. Was ist los? Oh. Du bist auf der Suche nach Farbe, weil Tom keine mehr hat? Wofür brauchst du Farbe? Um die Halloween-Kürbisse für das Car City Halloween-Festival anzumalen? Alle Farbe wurde benutzt, weil die Festivalbesucher eine Verkleidung wollten? Das sind aber schlechte Nachrichten für das Festival. Man braucht doch Farbe für die Kürbisse. Lass uns Supertruck um Hilfe bitten. Flavie ist die Farbe ausgegangen für die Kürbisse fürs Halloween-Festival. Und sie könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Also, in welches Fahrzeug wirst du dich verwandeln? In einen Farbentanklastzug? Das ist fantastisch! Fantastisch, Supertruck. Du bist bereit, Flavie zu helfen. Auf geht's. Oh.
Hier kommt Supertruck Flavy. Erst ein Farbentanklastzug. Dann mal her mit den Farben für die Kürbisse, Supertruck. Fantastisch, Supertruck. Schaut euch die ganzen Farben an. Hast du noch ein paar Pinsel für die Farben? Flavy, auf deinem Tieflader können wir die Kürbisse anmalen? Supertruck, hast du einen Vorschlag, wie wir die Kürbisse bemalen sollen? Die schwarze Katze ist auf den Kürbis gemalt. Fantastisch! Ich glaube, sie wollen auch malen. Alle haben Spaß. Vielen Dank, Supertruck. Du möchtest auch angemalt werden, Klein Pickel? Du bist ein Kürbis, Klein Pickel. Vielen Dank nochmal, Supertruck. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Zeit, Car City zu zeigen, was ihr so drauf habt. Klein Amber und Klein Francis, seid ihr bereit, eure Kunststücke zu zeigen? Großartig. Okay, Klein Amber, du bist als erstes dran. Auf die Plätze. Fertig. Los. Wow, Klein Amber. Das war fantastisch. Okay, Klein Francis. Bist du bereit für dein erstes Mal? Okay. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Und dann geht's los, Klein Francis. Oh nein, Francis. Wir müssen schnell Hilfe holen, bevor Klein Francis ins Wasser fällt. Klein Francis, kannst du schwimmen? Gute Idee, Klein Amber. Lasst uns schnell Supertruck holen. Schnell kommen. Klein Francis wollte ein Kunststück vorführen. Und jetzt besteht die Gefahr, dass er ins Wasser fällt. Okay, auf geht's. Ab in die Höhle. Durch welche Verwandlung kannst du Klein Francis davor bewahren, ins Wasser zu fallen? Das ist eine großartige Idee, Karl. Wenn du dich in ein Luftkissenboot verwandelst, bist du stark genug, um Klein Francis aufzufangen.
Okay, Supertruck, auf geht's. Retten wir Klein Francis am Fluss. Bobo! Ich hoffe wirklich, dass Klein Francis noch an der Rampe hängt. Auf geht's, Supertruck. Oh, Bobo! Halte durch, Klein Francis. Supertruck ist hier, um dich zu retten. Oh nein, Supertruck. Die Rampe bricht. Wir müssen Klein Francis da sofort wegholen. Okay, Klein Francis. Du musst jetzt loslassen. Ist schon okay, Klein Francis. Supertruck ist direkt unter dir. Er wird dich auffangen. Klein Francis, uns rennt die Zeit davon. Du musst springen. Puh. Klein Francis, bist du in Ordnung? Ach, wie gut. Und gut gemacht, Supertruck. Gut gemacht, Klein Francis. Du warst wirklich sehr tapfer. Ich glaube, das war das beste Kunststück, das Car City jemals gesehen hat. Meint ihr nicht auch, ihr Kleinen? Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.